Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 2. Ich bin gerade nur ein bisschen weiter hier weggegangen, weil sich dieser Typ vor der Aufnahme schon fast erwischt hätte, also der Wachmann. Und vorher möchte ich jetzt noch etwas sagen, und zwar ist mir zu Ohren gekommen, dass ein gewisser Let's Player, Franik LP, Probleme hat, meinen Nickname richtig auszusprechen. Und deshalb ein kleines Tutorial nur für ihn, 20 Sekunden lang, und es sollte gehen. Also das natürlich wie nur Englisch, das ist ja ganz einfach. Und dann Moriarty, nochmal alle zusammen, Moriarty. Also ob ihr dann British Moriarty sagt oder Moriarty, ist auch scheißegal. So, das haben wir erledigt. Das musste jetzt einfach sein. Ich glaube nicht, dass ihr Probleme hattet, aber es ging jetzt auch eigentlich nur an dem. Keine Ahnung, ob der das Video überhaupt guckt. Was soll's. So, und ich habe es natürlich auch wieder vollkommen falsch zusammengefasst. Wir mussten ja nicht bekannter werden, sondern weniger bekannt werden. Ich meine, wer würde nicht auf die Idee kommen, boah, ich will weniger bekannt werden, lass mal ein paar Leute umbringen. Ich meine, das ist ja ganz logisch, dieser Zusammenhang, ne? Steckbriefe, um den Bekanntheitsgrad zu verringern. Okay, wie macht man das? Interagieren. Ja, sehr schön, diese Animation. Der hat irgendwie neben das Plakat gegriffen, aber egal. Naja. So, ich mache dann mal alle diese Missionen. Ist auch wieder, wie immer, sehr spontan aufgenommen. Am Tag zuvor. Ne, nicht ganz am Tag zuvor. Freitag, weil es scheint ja immer Sonntag, am Freitag. Und deshalb kann ich mich auch jetzt in dieser Folge schön über das neue YouTube-Design aufregen. Ja, weil, euch ist es bestimmt schon aufgefallen, wenn ihr dieses Video guckt, das Design sieht doch ein bisschen seltsam aus, oder? Und bei mir ist es irgendwie komisch. Ich weiß nicht, ob es allgemein so ist. Ich suche gerade dieses Plakat. Wo ist das? Ist das hier oben? Naja, auf jeden Fall, bei mir ist das zumindest so. Auf der rechten Seite ist, auf der linken Seite ist nur YouTube und auf der rechten Seite ist komplett weiß. Also wirklich komplett weiß. Das ist absolut nichts. Und da frage ich mich doch, ich meine, wir haben ja schon Schnee hier, bei mir zumindest, da ist ja schon genug weiß. Also muss jetzt auch noch in YouTube vorkommen. Ganz ehrlich, das halte ich schon für ein bisschen sinnlos, dieses Design. Also keine Ahnung, ob das für Smartphones gedacht ist, was weiß ich. Auf jeden Fall für PC sollte es doch einfach was anderes geben. Punkt. So. Habe ich das auch schon erledigt? Wo ist denn jetzt hier dieses Plakat? Da. Macht er das gerade da dran oder klopft er einfach so auf der Mauer, weil der keinen Bock hat? Okay, er klopft einfach auf die Mauer rum, dann lassen wir ihn auf der Mauer rumklopfen. Aber es ist doch genau hier, oder war das das, was ich schon gemacht habe, oder was? Hä? Wo ist denn das hier? Hm? Ihr seht vielleicht dieses Fältchen da, oder muss man hier noch was anderes machen als... Nein, tu ich nicht. Gut. Und ihr seht, ich laufe gerade mal ein bisschen durch die Straßen. Woher weiß ich eigentlich, ob ich den Typen jetzt eliminieren soll oder bestechen soll? Schauen wir, Ort entdeckt wurde. Ach da. Was soll ich jetzt mit dem Typen machen? Soll ich den jetzt eliminieren oder bestechen? Hier, ich gebe dir Geld, verrat mich dafür nicht, okay? Gut. Vor allem, das ist ja ein bisschen sinnlos, weil vorher hat er noch laut ausgerufen, Ezio Auditore ist zurück, und dann will er plötzlich unbekannt bleiben, aber gut, hätte ich vielleicht mal vorher überlegen sollen. Idiot. Soll ich den jetzt töten? Oder wie? Oder fangen? Oder... Bam! Sehr unauffällig. Oh, ich hab's jetzt schon geschafft? Okay, das ging ja schnell. Das ging ja mal... Na, Status Inkognito. Jo, das ist doch entspannt. Es wird Zeit, wieder auf die Mauer zu klettern. Yay. Oh, fuck. Ja, ich habe jetzt natürlich wieder Ewigkeiten nicht gespielt, ihr seht es. Und ich muss mich gerade irgendwie überhaupt erst wieder an die Steuerung gewöhnen. Ah, hier ist auch eine Leiter, okay. Das ist halt das Problem, wenn man... Ich veröffentliche es ja nochmal in meiner Woche und... Dann zocke ich das zumindest so einmal in der Woche ein paar Stunden. Und das ist natürlich ein bisschen doof, weil man da ein bisschen aus der Übung kommt. Ah, so ging's. Okay. Ja, ich musste gerade noch mal wieder mich zurückerinnern. Schafft er diesen Sprung? Ja, ne? Du schaffst das. Ich vertraue auf dich. Nein, hätte ich lieber nicht machen sollen. Na gut. Verräter! Du hast mich verraten. Was treibt ein Mann dazu, sich so... Ah, na klar, es geht um eine Frau. Ja, auf jeden Fall. Also, was... Warum sollte jemand sonst so dämlich rumklettern, wie ich es gerade tue? Da kann nur eine Frau dahinter stecken. Spring! Ich weiß ja gar nicht, wie oft ich eigentlich schon Spring gesagt habe in der letzten Folge. Ich habe mir die natürlich nochmal angeguckt und habe es auch noch knapp überlebt. Und naja, mir ist schon aufgefallen, dass ich schon sehr oft Spring gesagt habe. So, Spring! Ich weiß auch nicht, wieso.
Ich habe es natürlich absichtlich gemacht. Nee, nicht. Leider nicht. Das wäre natürlich cool, wenn man sowas absichtlich machen würde, aber hängt hier irgendwie in der Luft eben. Naja. Und ja. Mir wurde auch jetzt, glaube ich, hier direkt ein Stück durch. Noch nicht mal Unterbrechungen hier. So, lass mir mal in Ruhe aufklettern, den alten Mann. So, und zwar wurde mir von einem Stammzuschauer, den ihr nicht kennt wahrscheinlich, berichtet, dass ich doch ein bisschen mehr so über mein Privatleben oder Real Life, ouch, ich sollte jetzt wirklich mal zum Doktor gehen, reden soll. Das finde ich jetzt persönlich ziemlich schwierig, weil ja so ein Assassin's Creed ja auch ziemlich davon lebt, dass es so mitreißend ist. Also, ich meine, man kann nicht die, wie in Minecraft jetzt zum Beispiel, wenn man es abbaut, die ganze Zeit über was anderes reden, weil das reißt einen halt immer wieder zurück. Und deshalb finde ich das schwierig. Aber ich werde es natürlich auch beherzigen, ein bisschen versuchen. So. Boah, ich laber echt so schnell gerade. Willkommen zurück, Ezio. Hallo. Wart ihr erfolgreich? Ja. Ja. Mutter? Vater? Ezio, wo warst du nur? Sie wollten uns nicht gehen lassen. Und Mutter, ach, sie hat kein Wort gesprochen, seit wir das Haus verließen. Vater wird einiges klären müssen. Wo ist Vater? Und Federico. Und Petruccio. Und alle. Hä? Es ist was passiert. Was meinst du? Das YouTube-Design wurde geändert. Nein, unmöglich. Claudia. No, 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 no. Ich tat alles, was ich konnte, Piccina. Hör zu, jetzt ist nur wichtig, dass wir uns in Sicherheit bringen. Aber dafür musst du dich zusammenreißen. Verstehst du? Gut. Passt du für mich auf Mutter auf? Dann sind wir bereit. Nochmals danke für alles. Passt auf, Ezio. Bleibt wachsam. Ich glaube, euer Weg wird ein langer sein. Ich glaube auch. Ich habe ja gehört, da gibt es ein paar Nachfolger. Deshalb, naja. Also jetzt müssen wir die exkutieren. Ich denke, diese Mission mache ich noch und... Segway. Okay, folge mir. Okay. Ja, wir sollen ja folgen eigentlich. Ach du Scheiße, wie viele Leute sind denn hier? Ich meine, viele Wachen oder sind das... Ja, das sind alles Wachen, oder? Hier kommt der Kühne. Was ist das denn? Ich glaube es nicht. Ist der Wachenuntergang. In ihren Hosen wird schön warm. Geh weg. Also das wäre der wie geil. Ihm gesendet, um sie zu töten. Wir, die wir zu sind, vor Lachen erröten. Wenn ihre Leichen nach Innerein riechen, werden wir tanzen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was ich davon halten soll, von diesem komischen Sänger. Ich weiß auch nicht, was der soll. Wo seid ihr? Ah, da seid ihr, okay. Absolut keine Ahnung. Mann, jetzt habe ich eben so viel geredet und jetzt rede ich gar nichts mehr. Boah, was wollt ihr alle? Wollt ihr mich verarschen oder was? Ey, Leute. Jungs. Leute, ey. Also wirklich. Die haben mich ja wirklich an die wirklichen Straßen, Musiker oder ne, es sind ja eher nicht die Musiker. Die Musiker sind ja eher friedlich, eher die Verkäufer. Zum Beispiel jetzt in Rom. Ist zwar immer noch nicht Rom, aber das Beispiel ist einfach schön. Die sind auch extremst nervig. Aber gut. Jetzt sind wir schon da. Ach so, jetzt müssen wir immer von Schritt zu Schritt. Okay. Ich habe mich schon gewundert, weil ich meine, so weit sind wir jetzt auch nicht gelaufen. Naja, mal gucken. Übrigens, für alle Minecraft-Freunde ist auch schon das nächste Projekt geplant für Adventure Maps. Natürlich, die ist ja schon lange abgeschlossen. Und die vorletzte Folge müsste gerade on sein, wenn ihr das guckt. Wenn ihr es noch am Sonntag guckt, in dem es rauskommt. Wenn nicht, dann halt nicht. Ne? Dann sind schon alle on. Aber egal. Wir laufen ja irgendwie wie so ein Hühnermarsch. Irgendwie alle hintereinander. Dup, 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 dup. Folgt mir, la 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 la. Okay. Wo müssen wir denn hin? Hat mich übrigens auf jeden Fall, kann ich jetzt auch nochmal hier bedanken, hier für die vielen Views in den letzten Videos. Einfach genial. Habe ich selbst vollkommen nicht erwartet. Boah, Leute. Oh. Shit. Ich wollte ihn gerade gar nicht töten, sondern nur wegschubsen, aber es interessiert, glaube ich, keinen, ne?
Nee, es interessiert keinen. Habe ich mir schon gedacht. Ach stimmt, wie kann man noch weglaufen? So kann man weglaufen. Ah, okay. Ja, ich wollte ihn nur wegrammen, Mann. Ich wollte ihn doch gar nicht töten. Du musst auch alle direkt töten. Kann das sein, ne? Nichts hier von wegen Frieden und so. Ach, scheiß auf den Frieden, ne? Einfach mal einen Zivilisten umlegen. Weil da stand doch rammen und ich wollte ihn einfach nur rammen. Mensch. Ich habe ihn. Nö, hast du nicht. Das war gar nicht beabsichtigt, sah aber cool aus. Na. Das Problem ist, ich kann das jetzt gar nicht unauffällig rausschneiden, weil ich so viel wichtiges Zeugs gelabert habe. Na gut, egal. Das tut mir jetzt wieder mal wieder leid. Aber gut, da habe ich die ein bisschen in Länge gezogen. Dann reichen die zwei Missionen auch für eine 20 Minuten. Naja, was soll's. Aber diese Typen haben mich auch genervt, ey. Sorry. Alter, der zählt doch nicht als Zivilist, dieser nervige Gitarrentyp, oder? Ganz im Ernst. Der soll ein Zivilist sein. Sein starker Arm beschützt die Will er mich eigentlich anmachen? Oder was ist jetzt der Sinn von dem? Ich meine, hier laufen ja noch 10.000 andere Leute rum. Aber vielleicht findet er uns einfach besonders attraktiv. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall fucken die einen echt ab. Also es ist auf jeden Fall wieder ein Grund, eher durch die... Power-Up. Was habe ich jetzt? Wieso habe ich jetzt eigentlich Geld bekommen? Ich weiß es nicht. Oh mein Gott. Werfen Sie mit Geld, um Zivilisten anzulocken und Waffen abzulenken. Ich werf doch nicht mein Geld weg. Also hallo? Sorry, aber nein. Obwohl, die Typen wären es schon fast wert, ey. Dann hätten die ja ihr Ziel erreicht, ne? Also. Aber ich meine, jetzt laufen direkt drei Leute. Ich meine, das gibt es doch nicht. Naja, gut. Da. Ja, eben. Okay. Ich laufe jetzt auch absichtlich nicht, damit die auch hier hinter uns herkommen. Dann hat man ja auch ein bisschen Zeit, was zu quatschen und so, ne? Kennt ihr ja. Voll die fette Pfütze da. Seltsam. Jetzt sieht es auf jeden Fall nicht mehr ganz so schön aus hier vom Boden her einfach, ne? Ein bisschen matschiger. Tja, und hier arbeiten die Unterschicht arbeitet hier. Obwohl, das ist ja nicht wirklich die Unterschicht hier. Auch wenn es hier schon deutlich hässlicher aussieht. Kann ich diese Pfütze laufen? Platscht das dann? Ah, ein bisschen. Gut. Ich bin es ja schon echt gewohnt, dass uns alle Leute hier verfolgen, deshalb... naja. Aber ich hätte überlebt, also ich wäre jetzt nicht gestorben eben. Ich habe ja nur unsere Zivilisten hier. Zivilisten. Die Zivilisten habe ich leider verloren. Also die Zivilisten verloren, ganz einfach. Was sonst? Verehrte Kunden, ihr wisst, ich habe nur das Beste. Wieso sollte ich Kunst kaufen? Aber natürlich, da gucke ich doch mal nach, was der so... Gemälde, nicht auf Lager, Schatzkarten... San Giovanni. Ist ja eigentlich ganz witzig, aber das ist mir jetzt irgendwie mein Geld nicht wert, ehrlich gesagt. Ne, tut mir leid, aber das ist mir echt zu viel Geld. Also man soll ja auch nicht so mit Geld umgehen, das geht einfach nicht. Also da muss ich auch einfach echt sagen, das ist eine Unverschämtheit, dass man so mit Geld um sich wirft. Vor allem dieser Idiot hier, der uns die ganze Zeit folgt, das ist einfach eine totale Unverschämtheit. Und erwartet er noch, dass wir ihm Geld dafür geben. Ich meine, Geld! Hallo? Geld! Okay, es reicht. Haut ab. Sonst bringe ich euch nochmal um. Und diesmal ist es kein Scherz. Ich hole die Sahne. Also müssen wir das tatsächlich machen oder kommen wir einfach so durch? Folgt mir. So, lenkt die mal ab, bitte, hier alle. Oh, ist das runtergefallen? Kommt mit. Kommt ihr mal mit hier, oder? Ne, kein Bock mehr. Heute nicht, oder was? Ja. Achso, jetzt folgen sie mir wieder. Okay. Folge mir. So. Cool, wir sind aus der Stadt raus. Nice. Ja, es sieht doch eigentlich ganz nett aus hier irgendwie, finde ich. Wo müssen wir jetzt genau hin? Ach, da müssen wir hin. Okay. Was ist denn hier? Monte Rigiano San Gimano Frolli. Na gut. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt schon aufgenommen habe. Reicht das für eine Folge? Ich weiß nicht. Na gut, die Mission mache ich einfach noch. Wie konnte uns das nur passieren? Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, Mann. Übrigens, das Mal kam es ein bisschen komisch rüber, weil ich habe einfach den anderen Spielsound, also das Gelaber von den Leuten hier zum Beispiel, einfach ein bisschen runtergeschraubt, damit sie nicht dauernd mir ins Wort fallen. Aber ich höre die halt noch ziemlich laut. Und deshalb
Naja, also... Wann können wir nach Hause? Ihr hört die halt nicht so laut. Ich höre die total laut und deshalb muss ich immer voll darauf reagieren, weil ich denke, man hört mich nicht, obwohl man mich ja hört. Also sehr kompliziert alles. Kann ich eigentlich laufen? Laufen wir hinterher? Ja gut, dann laufe ich einfach. Schön Zeit hier. Gewonnen. Mhm. Gut, gut. Doch, sieht eigentlich voll nice aus hier. Also ich muss sagen, die Grafik... Was passiert mit unserem Haus? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wurden Sie... Hatten Sie ein anständiges Begräbnis? Ach, schöne Sicht hier direkt auf den Kopf. Ja, hatten Sie. Hatten Sie das? Oh, cool. Die Mission haben wir erreicht. Dann kann ich jetzt mal einen coolen Kameraschwenke machen. Okay, reicht das jetzt für eine Folge oder nicht? Sag mal. Hm. Zeitlupe. Oder auch nicht. Okay. Glyphen. Okay. Das war so ein Glyphe oder so. Das ist nice. Oh, Toskana. Sieht schon schön aus, muss ich sagen. Wie alles Empore wächst aus dem Nichts. Es ist schon echt cool gemacht, finde ich, mit den Strichen, den Weißen habe ich auch für mein Thumbnail gebraucht. Nice, nice. Wir sollten nah sein. Grazie a Dio. Okay. Na klar, jetzt wieder. Okay. Dann mache ich das noch und... Das reicht auch. Ich muss echt sagen, es macht einfach mega Spaß, wenn man sozusagen gezwungen ist, so ein Spiel nicht so oft zu zocken eben, weil man... Also ich produziere nicht so gerne so mega im Voraus. Dann macht es einfach viel mehr Spaß. Dann freut man sich über jeden... Buongiorno, Hallo. Wie kannst du Florenz verlassen, ohne dich richtig zu verabschieden? Ezio! Was willst du, Vieri? Oh, so viele Dinge. Einen größeren Palazzo, zwei neue Hengste, eine hübschere Braut. Oh, ach ja, und dein Leben. Mein Mann hat für den Verlust deines Vaters und deiner Mutter. Ich bring dir einfach alle um einzeln. Wo dir keiner mehr helfen kann. Ich meine, das geht doch auch, oder? Ach so. Hä? Ach so. Oh, fuck. Alter, fick dich. Das wird mir zu langweilig. Weichei. Erledigt ihn und schont die Frauen nicht. Oh. Was ist das für ein Zauber? Eine Zauberei, Junge. Können. Zeigt euch jetzt. Wie du willst. Oh, nice, nice. Hier, benutzt das. Tötet sie! Tötet sie alle! Oh, voll der Coole. Da läuft er, der Arsch. Fick dich. Ja, jetzt können wir hier wieder so einen geilen Fight machen. Zack. Yo. Auf jeden Fall spart er nicht an Action-Moves hier. Bam. Bam. Und fertig. Yo, genau von hinten, genau durch. Ich glaube, ich sollte wieder mal eigentlich meine Familie verteidigen. Das habe ich mal wieder total vergessen, natürlich. Lauter Gemetzel hier. Und ich weiß auch, warum ich jetzt die ganze Zeit in Abwehrstellung gegangen bin. Während man die Waffe gezogen hat, kann man, glaube ich, auch einfach gar nicht so richtig laufen, wenn Leute in der Umgebung sind. Hat er mich jetzt getötet? Habe ich verloren oder nicht? Nee, habe ich nicht. Okay, sehr gut. Ich schulde euch Dank. Also ich behalte das Schwert, Ezio. Kenne ich euch von irgendwoher? Erkennst du mich nicht? Ich bin's, Mario. Onkel Mario. Oh, Luigi. Oh, zu viel Zeit ist vergangen, Neffe. Viel zu viel. Ich hörte, was in Florenz passiert ist. Furchtbar. Komm, bringen wir euch hier weg. Oh, Mario. Okay. Schön. Mario. Okay, ich würde sagen... Mit dieser erfolgreich abgeschlossenen Mission beende ich natürlich wie immer in sehr professionellen Ton diese Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich habe nicht zu viel Scheiße erzählt. Okay, eigentlich erzähle ich immer Scheiße. Aber trotzdem, auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Assassin's Creed 2 mit einem durchgeknallten Moderator. Ja, oder Kommentator oder Moderator.
Was weiß ich. Auf jeden Fall bis zum nächsten Mal.